Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Part von Amnesia The Dark Descent und... Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Ja, und wir wurden gleich mit einer Zwischensequenz gestört. Ist ja gut. Und was haben wir? Aufgenommen Öl, aufgenommen Zunderbüchse. Zettel, Zettel, Bücher, Bücher. Hallo Stuhl. Okay, nee, ich muss hier mal ein gruseliges Feeling hier. Öl. Gut, gruseliges Feeling. Ja, ich habe die das Bild ein bisschen höher heller geschraubt. Soll gruseliger wirken, habe ich gehört. Passiert. Ja. Wir sind nun hier, mal wieder bei Amnesia. Mir wurde gesagt, ich soll dahin gehen, wo es am gruseligsten ist. Das bringt mir nicht gerade viel, deswegen gehe ich einfach jetzt mal nach oben. Und, ja. Nach unten? Oder nach oben? Ule dule dof, kinke laune kof. Koffe laune, bin geborne, ule dule dof. Da lang. Archive. Ja, machen wir mal. Wieso auch nicht? Er fiel auf den Küchenboden. Tränen liefen ihm über das Gesicht, als er den ersten Tritt in seinen Bauch spürte. Hazel versteckte sich aus Angst, bestraft zu werden. Bam, bam, bam. Ja, also bis jetzt habe ich noch kein richtiges Gruselfieber, das bei Amnesia eigentlich auftauchen sollte, aber möglicherweise wird sich das in den Archiven ändern. Ja. Libri Rari. Ach, hätte ich nur in seltene Bücher. Ja, ich habe in Latein aufgepasst. Tja. Habe ich eben Schritte gehört? Egal. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich dieses Ding hier aufhebe, könnte was passieren. Deswegen gehe ich erstmal hier dran. Njo, njo. Okay, nun werden wir diesen Zettel aufheben und er redet. African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure. Hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Ja. Scheint irgendwie nichts zu passieren. Dann gehen wir mal in die Kataloge, genau. Also hier Amazon-Katalog und nein, ich kriege kein Geld, dass ich das sage. Vorerst. Ah, das darf ich jetzt mal selbst lesen, danke. Hiermit biete ich Alexander, dem Baron von Brennenburg, meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wieder erlangen. Außerdem empfiehlt Alexander, Baron von Brennenburg, meine Dienste voll... dem preußischen Königshof sowie dem Orden des Schwarzen Adlers. Möge niemand diesen Vertrag brechen. Wilhelm Haus Gerisch.
Gut, jetzt aber. Es passiert immer noch nichts. Und warum ist dieser Stuhl hier und versperrt mir diesen den Weg zu diesem Ding? Und zu diesem. Und zu diesem auch. Ja. Genau, er wollte verhindern, dass ich diese Zunderbüchse bekomme. Kann man das wegmachen? Nein, kann man nicht. Schade. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Kopf langsam wehtut. Nee. Sieht nur so aus. Dieses. Sieht aus wie bei Metro 2033, wenn man so... Ah, ich brauche Licht. Licht. Er kommt auch gar nicht auf die Idee, die Fenster hier aufzumachen, oder? Kommt echt nicht auf die Idee. Ach ja, ich bin übrigens jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, qualitativ besser, weil wegen, könntest du aufstehen, weil ich jetzt nicht mehr auf irgendeiner andere, ja, ich hab falsche Auflösung gehabt, auf jeden Fall. Wie bei Penumbra. Bom, bom. Bom. War die Tür eben offen? Okay, schau. Na, oh Mann, oh, ich will nicht diese ganze die ganze Zeit diese Zettel da aufheben. Okay, ist da irgendwie ein Buch, das ich rausholen kann? Buch. 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 War das eben... Oh, jetzt habe ich gerade eben bei WhatsApp eine Message bekommen. Mal kurz gucken. WhatsApp. Aha, okay. Gut. Oh, ich nehme seit 7 Minuten auf. Gut, zu wissen. Ich werde ja die Parts nur 12 Minuten lang machen, weil sonst viel zu lange hochgeladen werden müsste. Aber das wollen wir natürlich nicht. Und wir werden nun diesen Zettel nehmen. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Okay. Ich habe eben gerade nicht so ganz gut aufgepasst, weil ich gerade eben bei WhatsApp geantwortet habe. Ist auch eine Urne. Oh. Was wird es? Ich mach mal Licht. Ich habe es auf jeden Fall nicht so ganz mitbekommen und ich bin sehr gut in Latein, alte Bände. Alte Bände, ja. Warte mal. Veteris, daher kommen die Veteranen, ganz sicher. Ja. Schockmoment. Das nenne ich einen Schockmoment. Okay, das ist jetzt wirklich ein Schockmoment. Jemand kann so schön Klavier spielen. Oh mein Gott, wie wunderschön. Okay, gibt's hier noch was Interessantes? Du... ja, was habe ich... Ich habe mir was überlegt für, Amnesia. Ach, das ist die Studie, übrigens. Wenn ich... Also... Oh, ist nicht zu öffnen. Wenn ich mir eine Webcam zulege. Ja,
ihr wisst wahrscheinlich jetzt schon, was kommt. Also, ich würde, wenn ihr es wollt, würde ich ein so Picture-in-Picture machen, wo ihr dann auch alle meine Emotionen sehen könnt. Und langsam werden die Emotionen auch, glaube ich, etwas mehr. Ja, das ist halt zum einen für manche eine Belustigung, für andere eine Erektion und für manche eine Kontamination ihrer Gesichtshäute. Und ja, man muss es ja nicht schauen. Und ja, wenn ihr damit einverstanden seid und ihr mich irgendwie überreden könnt, also ich mache das jetzt nur für euch dann. Also ich würde das nur für euch machen, nicht für mich. Und deshalb sagt mir, ob ich das machen soll. Versteck mich. Versteck mich. Nimm das! Nein, ja, wir gehen jetzt natürlich mutig dahin und boah, ich hab schon gedacht, Blut oben von Decke, da kann nichts Gutes bei rauskommen, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht gewesen. Mal sehen. Oh, hallo Kronleuchter. Kein Schlüssel oder so. Hm, schade. Ui, warte. War das die Bibel? Weil ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass das hier irgendwo eine Bibel ist. Nee, ist auch keine. Mist. Mann, ich will eine Bibel. Die habe ich schon ein paar Mal durchgelesen. Ist ein wunderbares Buch. Also, da geht's um... da geht's um so einen Typen, der, ja, ich hätte in Religion und in der, beim, wie heißt es, wenn man konfirmiert, ja genau, beim Konfirmationsunterricht hätte ich besser aufpassen sollen und, mein Kopf tut weh, ah, aua, au, oh, Königreich von Preußen. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Ja, ich werde hier jetzt erstmal den Part beenden, glaube ich, und wir werden das nächste Mal sehen, was dieses blaue Licht ist und ob es böse ist oder ob es uns ist. Man weiß es nicht. Bis dann und tschö tschö.